Geht's miteinander? Ich bin Uwe Scheibler und im Namen von Wetzi Kontakt lade ich Sie ganz herzlich ein zu unserem nächsten Stadtspaziergang. In der Reihe «Wege zur lebendigen Stadt» haben wir das mal das Thema Biodiversität. Wenn Sie jetzt hier herumschauen, dann sehen Sie nichts anderes als Beton und Eisen, Technik, aber eigentlich nichts, was lebt. In der Stadt haben wir eben beides. Einerseits Technik, auf der anderen Seite aber auch ein Haufen, der lebt. Wenn Sie hier zwischen den Gleisen schauen, dann sehen Sie ein paar kleine, spärliche Pflänzchen, die hier kommen. Aber sonst ist eigentlich nicht sehr viel los. Manchmal hat es ein paar Spatzen, aber das ist dann auch schon alles. Ganz anders ist es auf der anderen Seite. Im Unterschied zu vorher sehen wir jetzt hier schon ein bisschen Leben. Es hat hier einen Haufen Pflanzen, eine kleine Wiese. Und wie Sie sehen, hat sogar schon kleine Blüten. Wir haben hier zwar eine geschnittene Wiese, aber auch hier sieht man schon, kurz nach dem Schnitt kommen schon wieder Blüten, treibt das Leben seine Vielfalt weiter. Und das ist genau der Unterschied, den wir Ihnen auf dieser kleinen Exkursion zeigen möchten. Am 28. Juni, am Abend um 6 Uhr, treffen wir uns hier, machen einen kleinen Rundgang und tun eben mal die Vielfalt von dieser Biodiversität in der Stadt Wetzikon Ihnen aufzeigen und vor allem auch zeigen, was man könnte besser machen, was man könnte anders machen, weil schliesslich ist Biodiversität in der Stadt auch ein wichtiger Wert für die Lebensqualität von uns Menschen. Ich freue mich auf Sie. Wir treffen uns am 28. Juni am Abend um 6 Uhr hier am Bahnhof zu Unterwetzikon. Danke.